Hi und herzlich willkommen. Heute stellen wir dir den Beruf des Pharmakanten bzw. der Pharmakantin vor. Zunächst wie immer ein paar allgemeine Fakten zur Ausbildung. Der empfohlene Schulabschluss für diese Ausbildung ist der Realschulabschluss. Bei der Ausbildungsart handelt es sich um eine duale Berufsausbildung. Die Ausbildungsdauer beträgt hierbei 3,5 Jahre. Während dieser 3,5 Jahre könnt ihr mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 960 Euro im ersten Ausbildungsjahr, ca. 1030 Euro im zweiten Ausbildungsjahr, ca. 1100 Euro im dritten Ausbildungsjahr und ca. 1170 Euro im vierten Ausbildungsjahr rechnen. Im Beruf sind deine Aufgabenbereiche vor allem die Herstellung und Verpackung von Arzneimitteln. Dabei arbeitest du während der Werktage und es kann auch ein Schichtdienst möglich sein. Deine Einsatzorte sind vor allem Unternehmen der pharmazeutischen Industrie. Auch hast du verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten. Du kannst dich entweder zur Technikerin der Chemietechnik oder Industriemeisterin der Pharmazie fortbilden lassen. Die Herstellung von Arzneimitteln ist dein Fachgebiet. Daher solltest du dich sehr gut mit heilwirkenden Inhaltsstoffen auskennen und Spaß daran haben, pharmazeutische Produkte weiterzuentwickeln. Dafür lernst du auch, welche Hygienevorschriften du beachten musst, wie du die Medizin so schmackhaft wie möglich machst und wie du sie vorschriftsgemäß abpackst. Auch Qualitätskontrollen fallen in dein Aufgabengebiet. Dafür lernst du, wie Wirkstoffe gemessen werden und worauf du dabei unbedingt achten solltest. Theorie und Praxis liegen hierbei sehr nah beieinander. Von 16 verschiedenen Wahlqualifikationen musst du nach bestimmten Regeln mindestens 3 auswählen. Der erste Teil deiner Abschlussprüfung findet vor dem Ende deines zweiten Ausbildungsjahres statt und fließt zu 30% in deine Abschlussnote ein. Den zweiten Teil mit 70% absolvierst du dann nach erfolgreichen 3,5 Jahren. Für diesen Beruf ist es sehr wichtig, dass du nicht nur gut bei Laborarbeiten bist, sondern auch Verantwortung übernehmen kannst, Lernbereitschaft zeigst und besonders was das Thema Hygiene betrifft, immer sorgfältig arbeitest. Ansonsten ist natürlich Voraussetzung, dass du dich für Chemie und Physik begeistern kannst, ein gewisses technisches Verständnis für die Bedienung der Maschinen etc. mitbringst und dich Zahlen, Werte und Co. nicht abschrecken. Du kannst dir sicher denken, wie wichtig es ist, bei der Herstellung von Arzneimitteln auf jedes kleine Detail zu achten. Wenn du also sehr organisiert bist, gerne Verantwortung übernimmst und ein gutes Auge fürs Detail hast, könnte der Beruf des Pharmakanten bzw. der Pharmakantin genau der richtige für dich sein. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant? Dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.